sitting here with Peter ist hier von den Flames. Schön, dass du da bist. Wie geht's? How are you doing? Gut, danke. Und dir? I'm pretty good. Ziemlich gut, weil wir eine schöne Aussicht da nach hinten haben. Das ist der Campingplatz. Ja, dachte ich mir. Warst du schon da? Nein, ich gehe später. Um zu sehen, wie es den Leuten geht. Genau, das ist mein Zelt, das Blaue. Das Blaue. Das Kleine. Ich war schon drüben, die haben da ziemlich viel Spaß. Die essen Fleisch zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, sogar als Mitternachtssnack. Also die ganze Zeit überlegen sie das Fleisch auf den Grill und essen es. Aber es ist nicht so sauber da drüben. Es ist super sandig, sie müssen sich eine Toilette mit Hunderten von anderen Menschen teilen. Sie können nicht duschen, sonst müssen sie den Platz für einen Moment verlassen. Das ist ziemlich hart. Warum denkst du, kommen die Leute trotzdem her? Ich denke, sie kommen für die Musik. Also, ich möchte auf jeden Fall so denken. Zu Festivals zu gehen, ist eine sehr besondere Sache. Ich bin auch früher viel zu Festivals gegangen, als ich jünger war. Du verringerst deinen Standard so sehr. Du lebst einfach draußen in einem Zelt. Du lernst Leute um dich herum kennen. Es ist immer eine sehr gute Atmosphäre. Viel Musik um dich rum, viel Singen, Kochen. Und ich denke, an einen Ort zu gehen, um die Musik zu genießen und einfach mit deinen Freunden abzuhängen und neue Freunde kennenzulernen, das ist was, das jeder mehr tun sollte. Und deshalb gehen Leute zu einem Festival. Egal, ob das Wetter so gut ist wie hier oder ob es regnet, die Leute lieben es, egal wie. Kannst du dir eigentlich vorstellen, noch einmal in einem Zelt zu leben, an einem Festival als Gast? Absolut, ja. Was war denn das Letzte, auf dem du warst? Das Letzte, auf dem ich als Gast war, war das Roskilde-Festival. Das ist sehr lang her. Aber es ist nicht, weil ich nicht gehen möchte. Es ist, weil wir so viel spielen. Wir haben so viele Festivals im Sommer gespielt. Und sich die Auszeit zu nehmen und tatsächlich zu einem Festival als Gast zu gehen, ist nichts, was meine Frau gern machen würde. Ihr reist ziemlich viel, spielt auf vielen Festivals. Gibt es denn da noch Länder, die ihr bisher ausgelassen habt, die ihr gerne gehen wollen würdet, weil ihr da noch nie vorher wart? Es gibt definitiv Länder, in die ich gerne gehen möchte. Und hoffentlich kommen wir da bald hin. Und es gibt viele Orte in Asien, in denen wir noch nicht waren. Es ist ein sehr interessanter Teil der Welt, den ich gerne mehr erkunden möchte. Hoffentlich können wir das bald machen. Asiaten freuen sich auch immer sehr, wenn sie was Neues aus Europa hören. Ich glaube, die mögen sowas total. Definitiv mögen sie das. Aber ich denke, immer wenn wir an einen neuen Ort gehen, ein neues Festival, ein neues Land, wo wir noch nicht waren, schätzen es die Leute. Das erste Mal, als wir unsere Tour gestartet haben in Deutschland, war es richtig cool. Jetzt spielen wir hier, mindestens einmal im Jahr. Offensichtlich sind die Leute immer noch voll dabei. Es gibt ja die ganze Zeit Shows, überall auf der Welt. Und sie kriegen das ja so nicht mit. Also sobald eine neue Band in die Stadt kommt, sind sie am Start. Was großartig ist. Es ist ein sehr cooles Gefühl. Something new is always attractive, as it is. Was Neues ist ja immer sehr spannend. Ihr seid wie lebende Legenden. Ihr macht Musik seit den 90ern. Ihr habt das Genre richtig geprägt. Ihr habt die Regeln gesetzt, habt gezeigt, wie die Art von Musik gespielt wird. Und in den letzten Jahren habt ihr euren Style trotzdem ein bisschen verändert. Ihr seid melodischer geworden. In den Hauptteilen, da singt nun eine klare Stimme, anstatt zu growlen oder zu schreien. Wie kommt das? There's just a clear voice singing instead of growling or shouting. How come? Also erstmal denke ich, dass wir ein Teil von dem Ganzen waren. Da waren andere Bands, die auf jeden Fall vor uns da waren und uns genauso beeinflusst haben, wie zum Beispiel At the Gates. Wir haben das alles aber nie als eine Veränderung gesehen. Wir haben es als eine Entwicklung gesehen. Wir haben versucht, Musik zu machen, bei denen die Inspiration aus uns rauskam. Wir haben versucht, Musik zu machen, auf die wir Bock haben. Es passiert einfach. Wir werden die ganze Zeit inspiriert von allen möglichen Musikarten. Und was auch immer wir schreiben, ist so, wie wir uns zu dem Zeitpunkt fühlen. Also da gibt es keine bewusste Entscheidung, lass uns in die Richtung gehen oder die. Du machst einfach Musik.
Do you like it to Magst du es eigentlich, dass du zu so einem speziellen Genre gehörst, oder fändest du es doch besser, mehr Mainstream zu sein, wie im normalen Radio? Weil normales Radio ist ja ziemlich elektronisch, dancey. Denkst du, dass das zu viel ist? Ich denke nicht, dass es zu viel ist, aber ich denke eigentlich nicht darüber nach, ob wir im Radio oder TV gespielt werden. Wir machen die Musik, die wir mögen. Und so funktioniert es für uns bis jetzt. Wir machen uns keine Gedanken über Trends, was ist populär im TV oder was auch immer. Es gibt eine Menge anderer Bands, die die gleiche Art von Musik machen. Und ich finde, das ist großartig. Das spricht ein bisschen für sich selbst. Also wir sind ziemlich gespannt, was da demnächst noch kommen wird. Euer aktuelles Album heißt Sounds of a Playground Fading. Das ist das erste Album ohne Jesper. Ohne ihn. Wo geht's hin? Wir werden sehen. Das letzte Album ist, wie du gesagt hast, das erste Album ohne ihn, das wir vier gemacht haben. Das ist das erste mit Niklas. Also ist es schwer zu sagen, wo wir hingehen. Wir würden niemals irgendwas richtig Krasses machen und unseren Style wechseln, sondern wir würden einfach Musik machen, so wie wir uns fühlen. Und so wird In Flames sein. Melodisch, aggressiv. All das. Gemischt mit was auch immer. Es wird sehr natürlich sein, was auch immer passiert. Wir müssen abwarten und sehen. Ich denke, selbst wir wissen nicht, was kommt. Wir werden einfach weitermachen, schreiben, aufnehmen und sehen. Und wir werden gespannt warten. Denkst du denn, dass Metal nur Musik ist oder ist es ein ganzer Lebensstil? Also, wenn die Leute über Metal nachdenken, dann sehen sie kräftige Typen, so wie dich, mit einer Menge Tattoos, vielleicht ja schwarz gekleidet. Was ist Metal für dich? Für mich ist es einfach Musik. Ich mag alle Musiktypen. Ich habe immer Metal gehört, aber auch Pop und Rock und auch Funk, was auch immer gut ist. Für mich gibt es zwei Arten von Musik. Gute und schlechte. Ich höre gute Musik. Ob sie zu einem der Typen gehört, die ich eben gesagt habe, oder was auch immer, solange sie gut ist. Es gibt beides. Es gibt eine Menge Leute, die Metal richtig leben. Die haben ihre Jeansjacke mit Flicken drauf. Sie leben es jeden Tag. Und es gibt Leute, von denen du nie merken würdest, dass sie zum Beispiel Iron Maiden hören, weil sie überhaupt nicht wie Metaler aussehen. Aber sie sind es. Also ich denke, Metal ist Musik und könnte Lifestyle sein, wenn du es so willst. Aber würde das funktionieren auf der Bühne, ordentlich rasiert, mit einem pinken Top an? Ich bin sicher, wenn ich das tun würde, würden die Leute das kommentieren. Aber wenn ich mich so fühlen würde, würde ich das tun. Machen wir alle. Ich denke zwar, es ist wichtig, etwas einheitlich zu sein, wenn du auf die Bühne gehst. So wie wir, mit unseren Shirts und unseren schwarzen Klamotten. Aber das ist nicht nötig. Musik ist so frei. Es ist sehr wichtig, dass du das tust, wonach du dich fühlst. Also werden wir euch vielleicht doch in Zukunft in anderen Outfits sehen. Du bist auf jeden Fall heute sehr weiß. Ja. Totenkopf ist trotzdem. Er muss. Muss natürlich. Haltet ihr euch eigentlich immer noch an eure Fanbase aus den 90ern? Also sind die Leute da immer noch bei euch oder geschieht da gerade so eine Art Generationswechsel? Ich weiß nicht. Ich sehe da eine Menge junger Fans bei unseren Shows. Aber ich sehe auch, wir werden älter. Es sind viele Leute da mit ihren Kindern. Und das ist großartig. Sie haben eine Beziehung zu dem alten Zeug. Und die Kinder mögen das Neue. Und so finden sie zusammen. Aber ich hoffe, dass jeder aus den 90ern noch da ist. Und wir halten uns auf jeden Fall noch an die. Wir haben einen Fanclub, Jesterhead. Jeder kann kostenlos drin sein. Und wir machen da viel mit. Wir versuchen, viel zu posten. Heutzutage ist Internet überall. Da kannst du viele Videos und Clips posten. Wir machen das so oft für die Fans, wie wir können. Indem ihr diesen Zugang Facebook sehr häufig nutzt. Ja, genau. Und wer macht das? Na, wir alle. Es gibt Apps für Handys und damit lädst du das einfach hoch. Also ist da jeder von euch ein Admin und postet einfach, worauf er Bock hat? Sprecht ihr darüber? Beispiel, wir sind alle auf einer sehr coolen Party. Wer wird's posten? Machst du es? Der macht nur den Text. Wir machen es einfach. Das Schlimmste wäre, dass drei was hochladen, was die Leute mögen, aus drei Perspektiven.
Also machen wir es einfach, wenn wir wollen. Ob es ein Video ist, ein Bild oder irgendein Kommentar, wann auch immer dir danach ist. Es ist ja ein sehr direkter Weg, um mit den Fans zu kommunizieren. Ne? Und manchmal, da können Facebook und andere Plattformen deshalb auch ziemlich grausam sein. Weil jeder kann ja einfach posten, was er will. Und was macht ihr da? Das ist mir egal. Jeder hat eine Meinung. Und das ist gut. Ich denke, dass Facebook und all diese anderen Seiten ein bisschen besser sind. Früher konnten die Leute anonym sein. Und dann schreiben sie fiesere Sachen. Aber bei Facebook kannst du es wenigstens verfolgen. Deswegen scheint es so, als ob die Leute ein bisschen mehr nachdenken, bevor sie was auch immer posten. Aber sind euch die Postings trotzdem wichtig? Klar, gute und schlechte. Wenn ich Musik machen würde und viele Leute würden mich kennen, dann wäre ich immer total aufgeregt zu lesen, was sie schreiben. Und wenn sie nach einem Festival irgendwelche Videos auf YouTube posten würden, dann würde ich auf YouTube gehen und danach suchen, welche Videos und welche Songs sie uploaden. Macht ihr das auch? What songs they just uploaded? Are you doing something like this? Ja, klar. Wir lesen immer viele Kommentare. Und manchmal ist es gut, manchmal schlecht. Aber wir nehmen es immer auf. Du musst schauen, was die Leute darüber denken. Klar werden wir nie das ändern, was wir machen oder was wir machen wollen, so wie ich es eben gesagt habe. Wir machen die Musik, die wir machen möchten, und wir spielen, wie wir wollen, weil wir Musik lieben. Und wir haben die Band gegründet, weil wir zusammenspielen und touren möchten. Aber es ist auch sehr wichtig, was die Leute zu sagen haben. We wouldn't do it unless we loved it. But it's also very important to hear what people have to say. So, wo schätzen euch die Leute eigentlich mehr? In eurer Heimat oder in anderen Ländern? Weil viele Bands sind tatsächlich im Ausland populärer als daheim. Das ist eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Wir haben ein paar Jahre gebraucht, um in Schweden rauszukommen. Jetzt geht's ziemlich gut. Aber Schweden ist ein kleines Land. Also kannst du nicht an 25 Orten spielen. Wir haben ein paar Clubtouren gemacht. Wir haben viele kleine Shows gespielt in ganz Schweden und Skandinavien. Und es macht richtig Spaß. Aber ich weiß nicht, ob es da am besten ist oder in Deutschland oder in Japan oder den USA. Aber es scheint zu funktionieren. In Schweden scheint es auf jeden Fall zu funktionieren. Ihr seid dort ja mehrfach ausgezeichnet worden mit verschiedenen schwedischen Preisen, neben den ganzen internationalen Geschichten. Wo tut ihr die alle hin? Wir haben hier einen Künstler in Deutschland, der heißt Crow, der stellt sie alle in ein Regal über die Toilette. Over his toilet. Okay, also, das Problem ist, wir kriegen immer nur einen. Wir sind aber fünf. Vorher standen sie also in unserem Studio. Aber da wir das nicht mehr haben, wir haben es verkauft, haben wir sie in den Proberaum gestellt. All together. Alle nebeneinander an eine Wand. One wall. An einer Wand. Zwei Wände. Vielleicht. Vielleicht mehr. Vielleicht mehr. Hoffentlich viele mehr in Zukunft. Vielen Dank, Peter. Danke dir.